Am Anfang sieht jede Markise noch gut aus. Doch nach einigen Jahren wird sie zunehmend unansehnlich und muss getauscht werden. In den nächsten Minuten erfahren Sie, wie Sie den Tausch des Markisentuches in kürzester Zeit selbst durchführen können. Zuerst lassen Sie die alte Markise etwa 15 cm herausfahren. Da die Arme der Markise permanent unter hoher Spannung stehen, sichern Sie diese mit Gurtbändern. Führen Sie diesen Arbeitsschritt besonders gewissenhaft aus, da hier erhöhte Verletzungsgefahr besteht. Entfernen Sie nun die Endkappen am Ausfallprofil. Durch seitliches Herausziehen wird jetzt das Markisenvolon entfernt. Eventuell vorhandene Tucharretierungen, Schrauben, Dübel oder ähnliches müssen vorher natürlich ebenfalls entfernt werden. Im Anschluss fahren Sie das Markisentuch so weit heraus, bis es locker durchhängt. Markieren Sie sich nun auf beiden Seiten des Ausfallprofils die Position des alten Markisentuches. Jetzt wird das Tuch mit einem Cuttermesser einfach am Ausfallprofil abgeschnitten. Im Anschluss lässt sich der alte Kedersaum seitlich herausziehen. Das Markisentuch wird nun über das Ausfallprofil gelegt. Fahren Sie anschließend die Markise komplett heraus. Bei Motoranlagen muss je nach Typ die Endlage so verstellt werden, dass das Tuch komplett von der Tuchwelle abgewickelt ist. Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung des jeweiligen Motortyps. Jetzt können Sie das alte Markisentuch direkt an der Welle abschneiden und anschließend entfernen. Um Verschmutzungen des neuen Tuches zu vermeiden, empfiehlt es sich an dieser Stelle, das Markisengestell entsprechend zu reinigen. Zur leichteren Montage des neuen Tuches bringen Sie jetzt Gurtbänder als Schlaufe um die gesamte Markise an. Der neue Stoff kann nun, am günstigsten in gerolltem Versand, seitlich in die Schlaufen eingelegt werden. Der Anfang des neuen Markisentuches wird jetzt über das Ausfallprofil gelegt. Befestigen Sie anschließend den bereits angenähten Magnetkeder an der Nut der Welle. Durch einfaches Andrücken lässt sich das neue Tuch mit Leichtigkeit über die gesamte Breite der Markise anbringen. Jetzt wird das neue Markisentuch erstmals vorsichtig komplett aufgerollt. Der mitgelieferte Hartkeder mit Einzugshilfe wird im Anschluss einmal durch den Saum des neuen Tuches gezogen. Soweit, bis die Einzugshilfsschnur komplett in den Saum gezogen wurde und der Hartkeder zur anderen Seite heraushängt. Legen Sie nun den Tuchsaum mit der Einzugshilfe in die Nut des Ausfallprofils ein. Schieben Sie vorsichtig den Hartkeder so in den Saum, dass er das neue Markisentuch in der Nut des Ausfallprofils verankert. Durch Ziehen an der Einzugshilfsschnur auf der anderen Seite kann das Einschieben unterstützt werden. Anhand der Markierung auf dem Ausfallprofil kann das neue Markisentuch in die richtige Position gebracht und mit Schrauben, Dübeln oder Ähnlichem wieder gesichert werden. Ist alles ordnungsgemäß befestigt, kann die Markise komplett eingefahren und danach alle Spann- und Sicherheitsgurte entfernt werden. Jetzt haben Sie es fast geschafft. Fehlt nur noch der neue Markisenvolon. Dazu müssen Sie die Markise einmal komplett ausfahren. Bei Motoranlagen müssen Sie den Endpunkt gegebenenfalls nach Ihrer Motorbedienungsanleitung neu justieren. Der neue Markisenvolon wird jetzt einfach durch seitliches Einziehen und Ausrichten angebracht. Zur Sicherung an den beiden Enden verwenden Sie Schrauben, Dübel oder Ähnliches, wie Sie es von Ihrem alten Volon kennen. Zum Schluss müssen Sie noch die beiden Endkappen anbringen und fertig ist der Markisentuchtausch. Ihre neue Markise erstrahlt nun in neuem Glanz und wird Ihnen für die nächsten Jahre wieder viel Freude bereiten.